Zane und Flint. Willkommen auf Pandora. Danke, ich bestell dir schon mal einen Grabstein, nur für den Fall. Also, diese Penner, die dich umbringen wollten, sind die Kinder der Kammer. Ein Banditenkult, der seinen gruseligen Anführern mit blindem Eifer folgt. Das erinnert mich an... Wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Das Echo 3. Etwas effektiver als das Echo 2 und doppelt so teuer. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 ab und zu explodiert. Darum werden sie jetzt als Granaten verkauft. Herhören, Rekrut. Lilith hat befohlen, das Propagandazentrum der Kinder der Kammer einzunehmen. Zeit, diesen Kultspinnern zu zeigen, dass man sich nicht mit den Crimson Raiders anlegen sollte. Mir nach, Rekrut. Auf zum Ruhm. Bevor wir unsere gerechte Rache ausüben, musst du dein Echo an diesem Schnellwechsel registrieren. Wenn wir den Kult besiegt haben, bin ich berühmt. Und während ich Autogramme schreibe, musst du streng reinblicken, während du mich vor den zahllosen Fans / Stalkern beschützt. Nutzungsbedingungen? Wie langweilig! Keine Sorge, die großen Unternehmen wollen immer nur das Beste für uns. Außer Dahl und Tiberian. Ach, egal. Zum Propagandazentrum geht's hier lang. Ein verschlossenes Tor? Nein, das darf nicht sein. Die ganze Mission ist ruiniert. Denk nach, Claptrap. Du bist tapfer und wunderschön. Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst. Das ist es. Rekrut, öffne das Tor. Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten. Du hast es geschafft. Du super Rekrut. Aber nicht übermütig werden. Spring, Rekrut. Propagandazentrum ist da vorne. Diese Kultisten haben wahllos Crimson Raiders umgebracht. Die sind voll Skeck-Scheiße. Aber ich habe einen narrensicheren Plan, wie wir ihnen in ihre Kultasche treten. Ich habe in der Nähe ein Waffendepot versteckt. Sei leise und folge mir. Wir müssen unauffällig bleiben. Schleichzeit. Muss hier rüber und muss mich drehen. Und dann hier drüber rüber. Super dumpe Leute. Und auf Zehenspitz dahin rumdrehen, ich bin so dula ula ufe. Und dann weiter mit so leise, super duper 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 leise. Oh, das war jetzt etwas zu laut. Oh, oh, Schleichgleiten. Oh, tupa 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 da. Perfekt. Wenn wir mit unserer Mission fertig sind, muss mich Lilith zum Supergeneral befördern. Bleib zurück! Toll! Es gibt ganz sicher ein paar Leute auf dem Mond, die das nicht gehört haben. Bleib locker! Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert. Jetzt nimm deine Waffe, Rekrut. Du wirst sie brauchen. Diese Waffen, so wie ich, haben nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und heilige Waffen haben einen alternativen Feuermodus. Probier's aus. Mir nach, Rekrut. Ich überrede sie, mich reinzulassen. Werde ihr König und dann ermordest du sie kaltblütig. Sieh zu und lade, Rekrut. Hallo? Ist da jemand? Hier spricht sie, heiliger Influencer der Kinder der Kammer. Was willst du, Schrottbart? Hallo, blutrünstiger Irrer. Ich bin es, Claptrap, der Schlechter des Zerstörers, Supergeneral der Crimson Raiders.
Ihr seid umzingelt! Öffnet jetzt die Tore, dann lasse ich vielleicht Gnade walten! Ah, ja. Lass mich drüber nachdenken. Sie nennen sich vielleicht Kinder der Kammer, aber es sind trotzdem Banditen. Und Banditen sind dumm wie Brot. Okay, wir geben uns! Bitte töte uns nicht, Schrottbot! Das hatte ich mir schon gedacht. Öffnet sofort die Türen für euren neuen König. Kein Stress. Ich komm ja schon. Warte einfach genau da. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ein weiterer Sieg für die Crimson Raiders. Hey, irgendwas ist komisch. Was ist das? Ja! Verzieh dich besser. Ich mag zittern. Ja, wo kommt denn hier dieses aus? Leer geschossen. Sag mal, Todeswunsch? Ich wünschte, ich hätte sie. Hier, Gesundheit. Du musst ja leben, um mich zu retten. Ich bin... Erheb dich, meine Seele. Ich will deine Augen sehen. Ja. Ich weiß, Claptrap ist manchmal ein wenig claptrappig. Aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. Jetzt wird gekloppt und ich bin der Captain! Ich kann es spüren! Das könnte dir das Leben retten! Dann verdankst du mir dein Leben! Oh. Ah. Zwar kein Bier, aber auch nicht schlecht! Sie werden an diesen Tag denken und lernen zurück zur Asche! Hey, gut! Dein geschmeidiger, empfindlicher Körper übernimmt den Showdown mit Chief niemals ungeschützt! Such einen Schild! Vielleicht ist kein Schild in der besonderen roten Kiste drüben. Oh. Du hast einen Schild. Jetzt bist du unbesiegbar. Nicht wirklich, aber vielleicht verhindert er, dass die Schild mit nur einem Treffer erledigt. Also rein mit dir, Rekrut. Hey, Schild. Deine dämlichen Freunde sind alle tot. Zu einem Urteil durch Kampf heraus. Aber weil ich an diesem Magneten festhänge, wird mein loyaler Champion dich an meiner Stadt bezwingen. Komm rein, Ketzer! Ich habe heute meine Opferquote noch nicht erfüllt! Ich werd's mal besser in deinem Rückgrat!
ein Messer im Brett! Ja! Auf! Rein! Stopp! Was für ein schöner Tag! Für die Kalypso! So übel war der Knabe gar nicht, wenn man's genau nimmt. Ich mag so irre. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Das habe ich für dich aufbewahrt. Wow, geschafft! Ich habe mich im Alleingang mit dem KWK angelegt und es ihnen gezeigt. Jetzt muss ich Lilith nur noch signalisieren, dass die Mission abgeschlossen ist. Tagchen. Lilith, milde Gehorsams, Operation Trojanischer Claptrap war ein voller Erfolg. Habe ich alles alleine geschafft? Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Ich bin Zane. Und du bist die Lady in meinem Gehirn. Ja, yeah, was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Aber im Ernst, danke, dass du dich gemeldet hast. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Willkommen bei den Crimson Raiders. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmord wird hilfreich sein. Du sollst... Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Etwas mehr Wumms hat noch niemandem geschadet. Außer meinen Zielen. Alles klar. Hey, hörst du auch dieses blutrünstige Geschrei? Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Wir sind so viele! Wir sind verloren! Verloren! Was für ein jämmerlicher Haufen! Es ist Feuerhawk! Königin will ihren Kopf! Das erinnert mich an Snake! Du hast es, das viele werden sterben! Mein Körper! Geh auf Saftumor! Das ist blutig! Hast du Todessehnsucht? Familie! Brutal! Die große Kammer!
Sie ist wunderschön! Gut gekämpft, Killer. Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer und ihre Anhänger verehren sie wie Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte, finden wir es heraus. Verschlossen. Aber eine Sirene hält das nicht auf. Du hast es schief gezeigt, Rekrut. Ich wusste, dass du es drauf hast. Ich halte Wache. Perfekt. Was haben wir denn hier? Ha! Chief! Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammerkarte geborgen! Schicke unsere Anhänger, um die Sonnenklopper in unsere heilige Familie einzuladen! Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden unruhig! Die Karte! Ich wusste es! Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen! Ich öffne das Tor. Komm schon, hier lang. Ich schlage das Lager auf und sammle Informationen zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper Kriegslord und tue, was nötig ist, um an die Karte zu kommen. Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich gehe Müll abhängen. Also, was haben wir hier? Oh, dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Noch drauf!
Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Oh, und wenn du dich besonders grausam fühlst, besorge eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Mein zweiter Vorname. Zane Fatal Flint. Heute werde ich's nicht abgeknallt.
Hilfst du mir? Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne ab, aber nicht so. Meine Unterhose. Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich arbeite mit den Crimson Raiders zusammen. Lilith schickt mich, um irgendeinen Quatsch zu finden. Gibt sicher eine Belohnung. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? In einem ehemaligen Propagandazentrum. Es hat eine neue Leitung. Hab alle getötet. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich geh vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Sie waren in der Überzahl, aber nur 20 zu 1. Pech für sie. Ich bin beeindruckt. Oh, Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Ah, eine Skag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht für Skags. Ein neues Kapitel in der Saga. Denen habe ich's gezeigt. Freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Klimatisiert, fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warn? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Ach, schön.
schön, dich zu sehen, Warn. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Die Banditenwirbelsäule funktioniert nicht wirklich. Ich wollte mich nur rächen, weil diese Bastarde meine Maschine zerstört haben. Dennoch schätze ich dein Engagement für den Kapitalismus. Du hast schon eine Schock-Skag-Wirbelsäule. Probier sie. Es wird funktionieren. Versprochen. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Und als Dankeschön für die Rache an diesen schmutzigen Banditen öffne ich dir mein Geheimversteck. Wer sagt, dass sich Rache nicht lohnt, hä? Gute Jagd! Idioten. Er dachte, das ist so cool, nur weil er dieses riesige Messer oder Schwertdings hatte. Kinder der Kammer. Ich kann's nicht glauben, dass die Banditen sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Die Karte war weg, aber ich habe einen Banditen als Souvenir. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Huh. Das von einem Toten. Vier von fünf Ärzten hätten das gerne selber gemacht. Sieh das als Chance, Kumpel. Ich kann dir helfen, deinen Look aufzupeppen. Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl an Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Okay, auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht. Ja. Nochmal von vorn. Was
was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyreen wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Das mit dem Raketenwerfer hast du voll drauf. Ich liebe solche Frauen. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Seit dieser Hector-Scheißkerl Sanctuary platt gemacht hat, wimmelt's hier nur so von Banditen. Die Crimson Raiders haben in den letzten paar Jahren einiges einstecken müssen. Aber mit Lilith am Ruder werden wir's schaffen. Wer weiß, wie lange sind wir jetzt einem Kammerkartenhinweis nach dem anderen hinterhergejagt und es hat nichts gebracht. Aber Lil meint, sie hätte einen neuen Hinweis. Und ich habe das Gefühl, wir kommen der Sache näher. Darüber werden noch Lieder gesungen. Serviert mich mit einem guten Rot. Sie wollten mich doch beschützen. Du? Nein! Böser Dreck! Oh, böse! Du schmückst dich vielleicht mit fremden Federn, aber das Kitzeln übernehme ich! Du bist ein Dreck! Du mir das Herz! Du siehst von einem Trottel! Ich brauche das dringender als du. Heilige Höllenstürme für Troy! Darauf hätten wir wohl verzichten können. Feuerwerk!
wollte nicht. Hab meine Augen zusammengekniffen, die Finger in die Augenhöhlen gepresst. Aber sie war da, in meinem Kopf, hinter meinen Lidern. Hat nichts gesagt, mich nur angesehen, mit ihren Feueraugen. Wenn ich das jemandem erzähle, werde ich wegen Blasphemie gevierteilt. Aber ich weiß, was ich gesehen hab. Und es war nicht Tyreen. Das war ein Engel. Die Karre braucht mehr Boost. Stell die Karre einfach da vorne ab. Lern besser auszuweichen. Ellie dich in Fahrt gebracht? Sie schafft es immer. Fahr jetzt zur Heiligen Rundfunkstation und finde diese Karte. Hey, Kammerjäger! Der Kultisten-Misskerl, der sich Heiliger Dumptruck nennt, verbreitet Scheiße über die Raiders. Das geht so nicht, Amigo. Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren. Ist mir eigentlich egal, wie weit du gehst, solange das Ergebnis stimmt, klar? Andererseits reicht's vielleicht auch, ihm eine Kugel in den Arsch zu jagen. Als Warnung für die anderen Banditen, sich nicht mit den Raiders anzulegen. Wir reden ein bisschen. Aber er sollte doch derjenige sein, der... Der Staub empfängt mich. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Ich habe keine Angst. Tick-Tack, das ist die Todesuhr. Sekunde mal! Das ist ein KDK-Ekotransponder. Wer weiß, was sie für eine schändliche Übertragung
mit dem Ding übertragen. Klipper darauf und zerstör ihn. Glaubst du, er wird ihn schwören? Friss mein heiliges Blei! Jetzt bist du nicht mehr ganz so badass, was? Na los, kletter darauf! Magazin leer! Du weißt, dass du darauf klettern kannst, oder? Ich weiß, dass du klettern kannst. Obwohl du nicht meine mächtigen Roboklemmen hast, kannst du es trotzdem schaffen. Mach dich ans Werk! Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Findest du jede Menge seltene und gefährliche Exemplare. Ich werde dich reich für deine Trophäen belohnen. Lavender Crawley ist die Matriarchin der Crawley-Familie, einer Blutlinie von ganz besonders hochnäsigen Warkids. Sie muss sterben.
das auf die blöden Stromschläge auf? Das muss man doch irgendwie ausschalten können. Ein Griffel könnte schick aussehen. Ich werde ihn später abwaschen. Kammerjäger, die Straße da führt direkt zur Heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Guck mal, Mama! Schwerelos! Truck ist in der Gegend. Ich kann den Wichser fast schon riechen. Sieh dich um, KJ. Du bist Idiot. Ja! Den Herrn das Leben zu genießen! Muss nachlaufen! Nur weiter so! Oh, Schreck! Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab. Vielleicht habt ihr euch den falschen Kampf ausgesucht. Ich hab das im Griff. Mit Einschusslöchern wirst du viel besser aussehen. Ich hab das im Griff. Versuch's nochmal. Ich verlange etwas intimer. Dafür wurde ich geschaffen. Leergeschossen. Fühlt sich an, als würde ich nichts tragen. Ein neues Opfer für den Opferstock. Ich habe meinen Teil getan. Gut getötet, KJ. Ich bin ziemlich sicher, dass dieser Penner Dumptruck Beute versteckt hatte. Versuch mal, sie zu finden. Versuch mal, die Bodenluke zu öffnen.
Und weiter geht's! Oh, ein Kleiderbügel? Ja, das hätte etwas Rustikales oder etwas Rustiges. An diesem wunderbaren Tag. Sieh mal einer an. Ein wahrer Gentleman und so. Wo ist der Haken? Keine Sorge, Kumpel. Ich halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern. Ich brauche diese mächtige Kappe. Oh, nein, nein. Ich könnte mich nie davon trennen. Jetzt nicht. Du musst erst die Schüsseln zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören. Sie senden Stimmen in mein Gehirn. Du hast den Mann gehört! Zerstöre diese Sendeschüssel! Ich brauche diesen Hut! Ich spüre, wie die Gedankenkontrolle nachlässt! Ja, zerstöre weiter die Schüssel, damit ich endlich diese Stimme loswerde! Jetzt bin ich frei! Ja! Frei von diesen schrecklichen, beruhigenden Stimmen! Endlich kann ich das Hauttörtchen sein! Okay, er ist tot! Hol dir jetzt diesen Hut! Schick! Mit dem Hut wäre ich in aller Munde! Dann könnten die schnöseligen Aristokraten mich nicht mehr von ihren feinen Galas verbannen! Hey, Kammerjäger! So ein Bandit hat das Undenkbare getan. Er hat mir meine Unterhosen gestohlen. Meine originalen Hyperion Rappers. Weißt du, wie schwer es hier unten ist, an die Dinger ranzukommen? Erledige ihn grausam. Du wirst sowas von sterben! Hast du mich nicht hupen gehört? Ich hab gar nicht. Ich hasse diese Kalypso-Zwillinge. Sie haben die Banditen von Pandora mit Versprechungen von Deathcores, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf reingefallen. Diese Idioten. Also, ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kerl nur mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Ja, dafür bräuchte man einen 20-Pack. 18 mindestens.
zum kulinarischen Adel. Dann hat ein Konkurrent das Gerücht verbreitet, dass meine Skagdogs voller Smegma und Fußnägel seien. Und sicher, das mag im Prinzip stimmen, aber man verrät nie das Geheimrezept eines Kochs. Darauf steht die Todesstrafe. Mein kulinarisches Imperium ist zusammengebrochen und ich habe den Namen geändert. Bis jetzt. Aufgepasst, Kleiner! Brutal! Eure Eltern sollten sich schämen! An die Arbeit, Drohne! Es ist mir egal, ob es falsch ist, den Leuten abgeschnittene Fußnägel und Smegma zu servieren.
Mit Einschusslöchern wirst du viel besser aussehen. Ich dachte, wir kämen höher. Sekundärfunktion nennt man in unserer Branche indirekten Schaden. Du weißt schon, Bodenschmetterer, Granaten und so. Damit kannst du die Kakteen direkt abschlagen. Versuch's mal. Na los, kleiner Freund. Ich könnte diese Skags für meine Skag-Dogs verwenden. Scheint mir nicht richtig, aber einen Versuch ist es wert. Hol dir das Skagfleisch. Tod holt uns alle, aber dich zuerst.
Ich mache ja viele dreckige Jobs in dieser Galaxis. Aber nicht Koch. Nun, Koch zu sein ist nicht jedermanns Sache. Und jetzt hol mir das Skagfleisch. Sieht aus, als würde irgendwer meine Kakteen wildern. Das bedeutet in Küchensprache, er kommt in die Suppe. Das ist sicher dieser Banditenkoch Hackepeter. Töte ihn! Oh, wir haben es bald geschafft. Schon bald wird mein Pfannenwenderwedel der Rivale für seine Taten zahlen. Aber zuerst muss mein neuer Rivale Hackepeter zahlen. Glaub mir, der Alltag eines Kochs... Mir werden hier gleich die Kastanien geröstet. Oh, wie überaus schade. Renn nicht vor mir weg, Ketzer! Ich schalte Kammerdiebe aus, scheiße ja! Damit habe ich jetzt 12 Köche getötet. Noch einer und es ist ein Bäckerdutzend. Bin kurz raus. Bring mir das Fleisch für die Skag Dogs. Ach, das fühlt sich immer noch falsch an. Gut gemacht. Noch ein paar
Fleischgags mehr und ich kann damit werben, dass der Fleischanteil meiner Skagdogs bei 50% liegt. Bring mir die Zutaten und ich bezahle dich. Verzieh dich besser. Netzeln wir sie klein! Ich schmeiß eine Granate! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt! Wir wären stark genug! Spion! Zeit zum Schlafen! Wir sehen uns bald! Auszeit! Da! Stirb, Kadi! Ich sehe die große Kammer! Siehst du, Mutter Schild? Fang, du kleines Dreckstück! Muss nachladen! Jemand muss lass meine mich mal einschnuppern! Behaltet mich! Etwas größer in Erinnerung! Die Finsternis umhüllt mich! Nicht übel, was? Na hallo, Kammerjäger. Wie geht es uns denn heute? Vaughn, Alter. Weißt du was über diese kleinen KDK-Statuen? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Ich habe mich nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditenkriegslord hochgearbeitet, nur um wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Kalypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt. Und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro!
Wie schlägst du dich? Der Kampf setzt einem ganz schön zu, was?